habe Bedenken, dass ein Attentat die falschen Signale sendet. Kugeln sind billiger als Armeen, du sparst Leben und Ressourcen. Die Entscheidung für diesen Pfad lässt sich nur schwer verteidigen. Die Geschichte wird gnadenlos urteilen. Rabotai kann nicht mithalten mit den finanziellen Mitteln der Valianer, die Zahl der Prinzipien oder der Macht der Huana. Ja. Aber hat eine ziemlich hohe Militärgewalt. Also eine Marineflotte halt. Ich habe zur Sache keine eigene Meinung beizusteuern. Tut mir leid. Die Entscheidung für diesen Pfad lässt sich nur schwer verteidigen. Die Geschichte wird gnadenlos urteilen. Nehmen wir mal wirklich die 1. Du sagst, das ist vielleicht nicht die Erinnerung, die wir mit nach Hause nehmen wollen. Sich selbst zunickend wirkt Maya entschlossen als gedankenvoller und sie knackt mit dem Nacken, kugelt mit den Schultern und atmet erleichtert aus. Ich denke, die Gesellschaft muss jede Gelegenheit beim Schopfe packen, selbst wenn es Unstimmigkeiten mit den Einheimischen bedeutet. Okay, Takeo ist damit nicht glücklich. If we go out Sura's way, we had better be sure that killing the right people makes a difference. Damn sure. Wenn wir Azuras Weg gehen, dann sollten wir uns besser sicher sein, dass es einen Unterschied macht, die richtigen Leute zu töten. Verdammt sicher. And if we fall back on what we know, cannons, sieges, occupation, we'd better commit to fighting a moving target. Und wenn wir auf das zurückfallen, was wir kennen, Kanonen, Belagerungen, Besetzungen, sollten wir besser auch vorbereitet sein, gegen ein bewegliches Ziel zu kämpfen. We won't succeed if we don't understand the tribes. And something tells me that we aren't there yet. Oh, Takeo ist jetzt diesmal ihrer Meinung. Wir werden nie erfolgreich sein, wenn die Stämme nicht verstehen und etwas sagt mir, dass wir das noch nicht erreicht haben. Die gesamte Inselgruppe ist das Schlachtfeld der Stämme. Rautai sollte die Prüfung seines Wertes annehmen. You sound like the propaganda from back home. Du klingst wie die Propaganda in unserem Heimatland. Takeo dreht seine Haare zwischen den Fingern. Pro Rautai. Möchte ich noch was anderes fragen? Lass uns von hier verschwinden. Okay. Criticism is easier than creation. Gut, jetzt gehen wir das Kopfgeld ab und gucken mal, ob wir ein neues kriegen. Oder ein neues kriegen können. Oder ob wir Rautai-Kopfgelder damit abgeschlossen haben. Weil, genau, Radulf. Wakoyo ist der Typ im Admiralsbüro, oder wie es nochmal heißt. Oder im kaiserlichen Kommando. Nee, halt, wir sind gerade im kaiserlichen Kommando. Hier im Flottenmeisterbüro, genau. Ja, da ist Flottenmeister Wakayo. My favorite privateer. Clear skies. Mein Lieblingsfreibeuter, klarer Himmel. Wakayo verschränkt die Arme vor der Brust. Ich habe mich um Radolf gekümmert. Let us content ourselves that some small corner of the archipelago is safe from Valian excess. Dann lass uns damit zufrieden sein, dass wenigstens eine kleine Ecke der Inselgruppe jetzt vor den valianischen Ausschweifungen sicher ist. Ja. Our work is unfinished, privateer. Are you ready to hunt anew? Unsere Arbeit ist noch beendet, Freibeuter. Bist du bereit, dich erneut auf Jagd zu begeben? Welche Kopfgelder hast du? Your final target is Barunga.
a Hawana captain of many seasons. She is known for bending nature to her will and pursuing her foes with relentless fury. Captain, dein letztes Ziel ist Borongaso, letztes Ziel. Ein gestandener Kapitän der Uana. Sie ist bekannt dafür, dass sie die Natur ihrem Willen unterwirft und ihre Feinde mit erbarmungslosen Zorn verfolgt. Ich nehme das Kopfgeld an. Borongaso commands the Dao Puger's Tooth, which braves the turbulent waters of the Afachina Channel, far to the northeast of Nekataka. Boronga kommandiert die Dao Fogaras Zahn. Damit stellt sie sich den stürmischen Gewässern des Afachina-Kanals weit im Nordosten von Nekataka. Ja, mit zusammengekniffenen Augen betrachtet Wakayo den Horizont, dann nickt er. Gut, das heißt, neues Kopfgeld. Borunga. Mhm. Das heißt wieder etwas, um was wir uns kümmern müssen. What happens if you dry out too much? If it is Ngati's desire that I stay moist, she will hasten the rain. Interessante kurze Unterhaltung. Was passiert, wenn du zu sehr austrocknest? Fragt Zoti Tekeo. Tekeo sagt, wenn es Ngatis Wunsch ist, dass ich nass bleibe, wird sie Regen bringen. Ja, gut. Das ist Stauholz, okay. Wo sind die beiden? Bei der Treppe in Nekataka. Und Schlangenkrone. Okay, dann gehen wir als erstes zur Treppe. Wir machen einmal eine schöne Tour hier. Und halten halt als letztes am Hafen an. So, die war da oben auf der Treppe. Soweit ich mich noch richtig erinnere. Hier irgendwo war sie. Candles and bombs. Oder ich vertue mich gerade. Eigentlich. Ah ja, da ist sie ja. Was war hier drin? Reparaturvorräte, die nehme ich gerne. Hunter, do you come to serve your coin bond? Ja, bist du gekommen, um deiner durch die Münzen geschaffenen Verbindung zu dienen? Karo verschränkt die Arme und betrachtet dich eingehend. Div Grants Kopf übergeben, ein toter Asket für dich. Then our clients have transmuted gold into justice. Dann haben wir unsere Klienten Gold in Gerechtigkeit verwandelt. Sie neigt den Kopf und überreicht dir einen schweren Beutel. Mhm. You have proven to me that you know the value of a coin bond. There is more work for you, if you'll have it. Du hast mir bewiesen, dass du den Wert einer durch Münzen geschaffenen Verbindung kennst. Wenn du Interesse daran hast, gibt es noch mehr Arbeit für dich. Ja, was hast du denn? Anadire, the siren, haunts the rocky shore and steers ships to a watery grave. The surviving crews of a dozen vessels have rallied their coin against her. Anadere, die Sirene, sucht die felsige Küste heim und lockt Schiffe in ein wässriges Grab. Die überlebenden Mannschaften von etwa einem Dutzend Schiffe haben sich zusammengeschlossen und Geld für jemanden gesammelt, der sich für sie an ihr rächt. Seht die Piere gegen Himmel und bewundert es, wie sich das Licht darin fängt. Sie ist zu finden auf den westlichen Inseln der großen Inselkette Kua-Oriku. Ja, und hat deres Kopf übergeben. Jetzt können die Seeleute ruhig schlafen. Wenigstens einstweilen. Deine durch die Münze geschaffene Verbindung hat das Lied des Todes erstickt. Ausgezeichnete Arbeit. Sie reicht dir einen Beutel mit Münzen, dann nimmt sie deine Hand zwischen ihre beiden Hände. We are not finished. Your bond is needed again. And if your purse has room, we may help each other.
Wir sind noch nicht fertig, deine Verbindung wird erneut gebaut. Solange du in deinem Beutel noch Platz für mehr Münzen hast, können wir einander behilflich sein. Ja, was hast du noch? Ikorno, a wizard of great cunning, slays Mataru warriors in single combat. Some accuse him of being an agent of Rawatai. They have forged a coin bond to see him killed. Ikorno, ein Zauberer von großer Schleuer, hat im Zweikampf mehrere Krieger der Mataru erschlagen. Manche werfen ihm sogar vor, sein Agent der Rawatai. Die Mataru haben eine durch die Münze geschaffene Verbindung geschmiedet, um ihn tot zu sehen. Auf ihrer Handfläche ruhen zwei Münzen. Sie fährt mit der anderen Hand darüber und plötzlich ist nur noch eine Münze übrig. A waste of money. If he was one of our agents, he wouldn't have gotten caught. Das ist doch nichts als Gedankenverschwendung. Wenn er wirklich ein Agent von Rautai wäre, hätte man ihn niemals erwischt. Ja, Betrügerei. Wütend legt sich Soti über die Szene und pro Rautai für Tikeo. Tikeo runzelt die Stirn und seufzt durch die Nase. It is not for us to say what is right or true. Only to keep our vows. Es ist nicht an uns zu entscheiden, was richtig und falsch ist. Wir müssen nur eines tun, unsere Schwüre halten. Ikorno pages through his grimoire in the central isles of the Kua-Orikuru chain. Ikorno blättert auf den zentralen Inseln der Inselkette Kua-Orikuru in seinem Zauberbuch. Ja, ich habe den Zauberer Gerechtigkeit gebracht. Imagine what we could make at these isles if more Hawana knew how to use coin as a weapon. Stell dir vor, was wir alles auf dieser Insel machen könnten, wenn mehr Hawana wüssten, wie man Münzen als Waffe einsetzt. Nee, ich denke nicht. Sie klemmt sich den abgetrennten Kopf unter den Arm und nickt. Dann reicht sie dir einen Beutel voller Münzen. Our work is almost finished. Your bond nearly exhausted, I say. Unser Werk ist fast vollendet und deine Verbindung ist nahezu erschöpft, möchte ich mal behaupten. Ja, was hast du noch? The Rathun Warlord Yarzagabrant has been terrorizing merchant ships across the archipelago. He seems to think that the islands require his protection. Urnox Brennif, der Kriegsherr der Rathun, terrorisiert Handelsschiffe über die gesamte Inselgruppe hinweg. Er scheint zu glauben, dass die Inseln auf seinen Schutz angewiesen sind. Sie schiebt Pires in jede Lücke zwischen ihren ausgebreiteten Fingern und bewundert die erzielte Wirkung. He was last seen taking shelter on an island in the southern midpoint of Magrin's Teeth. The coin does not wish him to stifle trade. Enemies have bonded their funds to see this monster slain. Den haben wir schon getötet. Das war der Typ vorhin, die ich da so zufällig getroffen habe. Er wurde zuletzt gesehen, wie er sich auf einer Insel im südlichen Mittelpunkt von Magrins Zehn Zuflucht gesucht hat. Die Münze möchte nicht, dass er den freien Handel erstickt. Seine Feinde haben sich zusammengeschlossen und zusammengelegt, um jemanden dafür zu bezahlen, dass er dieses Monster erschlägt. Seine Flammen wurden ausgelöscht. There is great power in a promise kept and great rewards. Ein geheimes Versprechen besitzt große Macht und bringt große Belohnungen mit sich. Okaru hieft einen schweren Sack voller Münzen hoch und legt ihn dir ohne zu zögern in die Arme. You have served your coin bond with distinction. Go and line your pockets with riches exchanged for promises fulfilled. I will do the same. Du hast deine durch die Münze geschaffene Verbindung hervorragend gedient. Jetzt darfst du dir deine Taschen mit den Reichtümern füllen, die jemanden erwarten, der seine Versprechen eingehalten hat. Ich werde dasselbe tun. Okaru neigt den Kopf und berührt ihre Stirn. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Yay. Also ja, gehen wir mal kurz die Normalschauplatz. Nö. Kurz durch, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben. Ja. Ikorno, ein Zauberer der Amauna, macht sich einen Spaß daraus, Elitekrieger der Hawana zu jagen und zu töten. Die ihn im Verdacht haben, haben eine rautanische Spion. Haben ein rautanischer Spion zu sein, haben einen Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ikorno hat seinen letzten Zauber gewirkt und ich habe das Kopfgeld erhalten. Ich habe mich um Ikorno gekümmert. Okaru bei der Heiligen Treppe in der Kataka wird mir ohne Tötungsbeweis keine Belohnung geben. Ja, und Urnox, der Rathun. Hier steht Umux. Umux Breinev, ein Kriegsherr der Rathun, verübt Überfälle auf die Schiffsrouten von der Kataka. Seine Besatzung und er wurden zuletzt gesehen, wie sie auf einer Insel am südlichen Mittelpunkt von Magrins 10 Zuflucht suchen. Ich habe den Krieg zu Jarsigrov gebracht und die Belohnung von Karo bekommen. Umox ist tot und Karo bei der heiligen Treppe in der Kataka wird mir ohne Tötungsbeweis keine Belohnung geben. Ja. Und die Sirene natürlich, aber ja. Wenden wir die abgeschlossenen wieder aus. So, letztes Level up, würde ich mal annehmen.
Bluff und mehr Mechanik mal. Ein Punkt. Wenn ein Feind im tierischen Gefängnis Leichtläufers beim Nahkampf verfehlt, trägt es dem Feind einen Abzug auf seine Abwehr. Die Waffenangriffe des Waldläufers führen zu Unterbrechungen, wenn ein kritischer Treffer erzielt wird. Oh, nehmen wir das mal. So, noch den Jagdbogen. Maximale Stufe. Mhm. Das heißt, ab jetzt kann Hagrim nur noch durch Ausrüstung besser werden. Ja. Waffen.